Hi und herzlich willkommen hier beim Mobile Gamer Guide, dem Mobile Kanal, wenn es um mobile Videospiele geht. Es geht weiter mit Last Day on Earth und heute, ich glaube, kurz vor Ende der Kreuzungsevent werde ich, ja, ich sag mal, hoffentlich jetzt die letzte Rüstung bekommen mit der Fähigkeit Vergeltung im Ödland, sodass dann die Gegner, ich glaube, nochmal Schaden war es dann, extra bekommen, wenn die Rüstung weniger als 25% Haltbarkeit hat. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal wieder ein paar Coupons, damit wir hoffentlich direkt schon beim ersten Mal schon die Fäden ziehen, denn eins fehlt uns noch, 34 von 35 haben wir. Free-to-play war das überhaupt nicht machbar, also für die, die es nicht geschafft haben und die kein Geld ausgeben konnten oder so, ja, macht euch nichts drum, es war nicht machbar. Also Kefi hat das so ausgelegt, dass man Geld ausgeben musste, um das zu schaffen. Und ich habe es getan, ich habe mir Rationen gekauft, um halt auto-clearen zu können, diesen Bereich hier, um halt noch ein paar Embleme kostenlos dazu zu bekommen. Nun denn, ich wollte halt unbedingt diese Rüstung haben. Deswegen habe ich es gemacht und für euch jetzt hier im Content, damit ihr halt auch nachher sehen könnt, was bringt diese Rüstung denn ganz genau. Werden wir das dann am Ende dann auch ergründen, wenn ich die dann jetzt nachher haben sollte, kann ich euch dann zeigen, was denn die Rüstung ganz genau macht. Vier. Waren es jetzt vier? Und drei nur gestorben? Oder waren es jetzt vier gestorben? Ich weiß es nicht. Ich hatte gerade irgendwie das Gefühl, am Anfang sind zwei gestorben, aber lagen jetzt nur drei tote Truthähne. So, komm, mach auf. Wir müssen jetzt ja so viele Punkte wie möglich haben, deswegen schön open. Zack, zack, erster Punkt. Eben was essen und trinken. Dann killen wir eben hier die Zombies. Gehen währenddessen aber mal eben erstmal links hier diesen Guy hier helfen. Abgeschlossen. Dann hier auch die Zeile rausholen. Oh, ein Hähnchen. Du kannst währenddessen schon mal zu den Typen da hinten fahren. Dann helfen wir denen hier oben. Der Typ war doch noch dabei. Ja, doch, der war dabei. Sehr schön. Das heißt, wir haben alle drei Helfer dann. Um jetzt nachher noch die wichtige Kiste hier zu öffnen. Mal eben hier einmal schnell ballern. Zack. Zack. Und der letzte. Auch erledigt. Sehr schön. Und dann muss ich den links noch holen, den Typen. Und dann ist das Event ja eigentlich auch schon zu Ende. Das heißt, danach brauche ich es ja hier nicht mehr hingehen. So, ich weiß gar nicht, was kommt jetzt noch die nächsten Tage alles an Events. Fischwrack muss ich noch hin. Angelturnier schon wieder. Versorgung kommt wieder. Okay, Labor und Versuch dein Glück wird sowieso nicht gespielt, weil seitdem die das genervt haben, ist das unmöglich, da bis zum letzten Part zu kommen. So, wir stellen es einfach hier hin und warten. Also mit den Helfern ist das so easy hier zu machen. Man muss auch nicht wirklich was verbrauchen. Und müssen dann noch bestimmt hier von diesen starken Gegnern was kommen. Ah, kommt einer. Und abgeschlossen. Und
die letzten Sachen hier holen. Mal was fressen, was trinken, das nehmen wir mit. Und pinkeln. Ne? Eine volle Blase, nie unterschätzen. Kleiner Hinweis fürs Leben. Kann in die Hose gehen. Anderer Hinweis, wenn ihr Bier trinkt und ihr müsst pinkeln, versucht es so lange wie möglich zu unterdrücken. Denn einmal gepinkelt ist immer pinkeln. So. Für die Aufgaben bekommen wir auch auf jeden Fall einen Versuch. Ja, kriegen wir auf jeden Fall hin. Kriegen jetzt auf jeden Fall schon mal 30, vielleicht 60 Punkte. 60, ja doch, 60 Punkte kriegen wir. Das zweimal können wir öffnen. Wenn wir die Aufgaben machen, können wir dreimal öffnen. Wir sollten das doch hin. 30 haben wir schon mal. Wir öffnen einfach schon mal. Vielleicht haben wir es ja da schon drin. Nein, beim zweiten. Nein, ah toll, wir brauchen noch einen Punkt. Dann heißt es, die zwei Aufgaben machen. So, und derzeit kriegen wir dann auch hier diese Nadeln. Dann haben wir vielleicht nochmal 30 Punkte dazu. Die können wir schon mal abgeben. Ah, noch nicht ganz dazu, aber so gut wie. Dann hätten wir nochmal 30. Machen wir eben ganz schnell die zwei Aufgaben eben. Die sind ja immer schnell gemeistert. Meistens entweder im Pass irgendeinen Zombie killen oder ein Gedönsohr zur ruhigen Höhle. Ruhige Höhle, ruhige Höhle. Beides ruhige Höhle, okay. Töten Sie die Wölfe und einen gefährlichen Zombie in der ruhigen Höhle. Machen wir. Diese zwei starken Gegner, die lasse ich jetzt mal komplett außer Acht. Die diese Gürtelschnallen geben. Diese Halsbänder, um daraus dann diese Gürtel zu machen. Die lasse ich jetzt mal außer Acht, weil ich glaube nicht, dass ich da jetzt noch Gürtel brauche, um da nochmal Punkte zu bekommen. Denke ich nicht. So, so gut wie möglich hier durchklatschen. Ah, okay. Kranke Wölfe sind das. Gut zu wissen. Gehen jetzt erstmal hier zu diesem starken Gegner, starken Zombie. Ist der hier? Ist hier gar nicht. Der läuft auch irgendwie. Warum heißt er mal in der ruhigen Höhle, wenn die außerhalb der Höhle sind? Sag doch nicht in der ruhigen Höhle. Nein. So. Beide gekillt. Dann können wir jetzt hier wieder raus. Nächste Kiste öffnen und hoffentlich ist da jetzt die letzte drin, die wir brauchen. I hope so. Habe ich eigentlich irgendwelche Kisten, die ich öffnen kann? Rüstungsschmiedkisten, das war's. So, jetzt haben wir wieder einen Versuch. Komm, wir brauchen noch nur einen von diesen Fäden. Einen nur noch. Da wollte ich hin. Öffnen. Ja, da haben wir es. Wir haben dieses Outfit bekommen. Das heißt, wir gehen jetzt eben zur Basis und ziehen uns um. Und dann nehme ich mir mal eben einfach Klamotten mit, die schon abgerannt sind. Und ziehe die dann mal eben an und gehe mal eben einfach in ein normales Gebiet. Ein einfaches Gebiet mit den langsamen Zombies. Dann können wir dort ja sehen, was diese Rüstung denn dann gibt an Fähigkeiten. So, einmal Full Life haben. Da bin ich jetzt gespannt. Wir haben auf jeden Fall die Rüstung.
Wir haben sie. Ich freue mich. So, eben zum Schlafgemach laufen. In unserem Schränkchen. Outfit. Zack. Und die letzte Stufe. So, steht jetzt hier irgendwo, dass man diese Fähigkeit hat? Vorübergehend, ja. Ödlandkrieger. So, und das mache ich jetzt mal in verschiedensten Varianten. Ich habe hier, glaube ich, angefrackte Rüstung dabei. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal zu einem Gegner ohne irgendeine veränderte Rüstung. Also mit hoher Rüstungswert. Dann ziehe ich nur ein Rüstungsteil an, gucke, was dann macht. Dann der zweite Rüstungsteil, wie es sich dann auswirkt, wenn er mich schlägt. So machen wir es. Um einmal zu gucken, wie sich das Ganze denn jetzt auswirkt. Bin gespannt. Ich bin gespannt. So, irgendwo muss ein Gegner kommen. Komm. So, erst natürlich, wenn er mich schlägt, passiert nichts. Wissen wir. Kriegt 2 Schaden. Er kriegt 2 Schaden, wie ihr seht. Pro Angriff kriegt er 2 Schaden. Das heißt, wenn ich jetzt alle anziehe, 2, 4, 6, 8 Schaden müsste jetzt bekommen. Ja, und er kriegt jetzt wirklich 8 Schaden pro Angriff, den er mir austeilt. Das ist nicht schlecht. Das ist eine geile Rüstung. Oder? Da lohnt sich dann auch schon mal die Rüstung wirklich bis zum Ende hin immer zu spielen. Kriege ich denn dafür die Punkte? Na gut, Punkte bekomme ich dann nicht. Also diesen Passpunkte. Auch wenn er an meiner Rüstung stirbt, gilt es nicht als aktiven Kill. Muss wirklich ein aktiver Kill sein. Also das heißt, ich muss ihn dann gibt 20 Punkte, wenn er sich nur durch diesen Lag killt. Seht ihr es jetzt nochmal? Gibt es keine 20 Punkte, taucht nichts auf. Und das ist auf jeden Fall jetzt die Rüstung, die wir haben. Schön hier mit den Stacheln. Ich finde, die hat was. Nicht schlecht. Wir haben sie. Ja, ich sag mal, das war's für die heutige Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, habt ihr auch die Rüstung geholt? Oder habt ihr es geschafft, diese zu bekommen? Ja oder nein? Lasst mal gerne wissen. Schreibt es in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, reingehauen. Euer Mobile Gamer Guy. Bis dahin. Ciao, ciao.